Wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries neuester Firma Organ Share, der Teilzeit-Organspende-Firma. Oh, jetzt neu von Kreis Industries, Teilzeit-Organspenden. Ich spende mein Anus an Juan, der ist Wettkampfstecher auf dem Spargelfeld von Pater Johnson. Ja, im April, wenn Erntesaison ist, hat er mein Anus unter der Woche und an den Wochenenden habe ich ihn. Hui, der ist aber ganz schön abgenutzt. Egal, ich bekomme dafür dick fett Taschengeld, nämlich 14 Hostien im Monat. Ah, ich bin süchtig nach den Dingern. Jetzt neu von Kreis Industries. Wow. Wow, Alter, ich hätte mir auf jeden Fall, wenigstens hätte ich mir noch 2 Flaschen Messwein geben lassen. Ja, aber der Junge ist schlecht im Verhandeln. Es ist wirklich, ja. Also Timmy schafft es immer wieder, sich abzocken zu lassen. Ne? Aber, ja, irgendwie, das ist so ein Timmy-Ding. Er hat auch ganz schön Horn auf dem Anus, hat er gesagt. Ja, aber so ist es bei mir auch. Ich muss auch, würde ich jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt so Spanien oder so in so ein Touristengebiet fahren, ne, ich müsste mir locker 500-600 Euro extra mitnehmen, weil ich wüsste, ich würde an jeder Ecke abgezockt werden und kann gar nichts dagegen tun. Was ja, ist? Du bist ein leichtes Opfer. Ja, ist wirklich so. Er ist schlimm. Ich habe nie gelernt, Nein zu sagen. Wollen Sie kaufen diese Tomate für 30 Euro? Ui, ey, hier liegt ein alter Kiefer. Teilzeit-Sharing? Ja, Teilzeit-Kiefer. Guck mal hier, Alter. Kann man sich teilen mit... ist doch dieser, der ist doch von Opal. Ja, der ist von Opal so ausgeleiert, wie der ist. Und hier liegt noch eine Voodoo-Schnuppe auf der Mülltonne. Uff, de Tonnen. Müllmülls, alte Puppenfahrt, ey. Ich hab gehört, Timmy hat auch seine Leber in so einen Kampftrinker irgendwie vermietet. Kampfleber, Alter. Ja, klar, als Turniertrinker in der ich bin Turnier. Diesen Sommer werde ich ohne Leber auskommen müssen. Aber ist okay, Leber kann sich gut regenerieren. Oh, hier ist ein Dreier. Unten im Keller habe ich einen Dreier. Ich weiß noch nicht, ob der eventuell... Stell dir vor, du könntest deine Organe wirklich so teilen. Weißt du? Ausleihen, ey. Da ist mir dein Herz. Oh, oh. Da, oh, hier. Auf dem Boden. So ein Headspinner. 4, ich habe ein 4. Das heißt aber eigentlich, dass eine 5 fast schon Trümpf. Aber 5 ist Trümpf, glaube ich, nicht in die Strümpf. Die wollte nur mal zeigen. Ist ein 3. Sie hat gesagt, Ringel, Ringel, Rosi und lag schon auf dem Boden und zeigte uns ihr Dosi und dann. Sie hat du gesagt, kennst doch hier Invader Sim, ne? Ja, klar. Kennst du die Folge, wo die Ärztin meint, dass er nicht genügend menschliche Organe in sich hätte? Und dann sammelt er die Organe seiner Mitschüler und tauscht die immer gegen irgendein Objekt aus? Weiß ich nicht, ne. Und dann also, hat er ganz, ganz viele Organe und wird als der gesündeste Schüler der Klasse irgendwie auch noch, na ja, weil er irgendwie 8 Herzen hat und haben wir diese durch. Serie geschrieben, ohne es zu wissen? Oh, hier ist eine Puppel. Ich hab Puppel. Im Keller? Ja. Schöne Geisterbubbelech. Ne, sie spielt wieder Upsi-Dosi, das Spiel. Ja, Upsi-Dosi ist flutschig-rutschig. Früher hat man das immer Kleisterdose genannt. Kleisterdose. Omas alte Kleisterdose läuft wieder aus. Ja, es war früher so. Oma Lewinsky hat wieder eine Kleisterdose. Oma Lewinsky, Alter, der pfeift wieder, der Teekessel ist, es ist wieder Frühling. Oma pfeift wieder der Kessel, es ist Frühling. Da ist sie durchgesteppt. Irgendwas stimmt mit Oma nicht. Die gurgelt so komisch. Hast du dir gedacht, ist was mit Oma, gell? Will sie mal 10 Minuten länger Mittagsschlaf machen, ne? Und alle denken, ist was mit Oma, ey. Oh, die Kamera wurde umgeworfen. Auch da unten ganz schön Spuck. Ja, aber ist hier hinten rumgesteppt, hat die alles geschmissen und so. Ne, die ist aber ziemlich wurfgeil.
Mir eine ganze Flasche Bibergeil alleine gesoffen. Ja, Bibergeil. Echte Kanadier trinken Bibergeil. Boah, was war das? Der Stuhl. Der Gas, der Geist gibt aber hier auch echt Vollgas, ne? Muss man dem Geist lassen. Na, der Geist macht wieder... 1,3 Grad ist auf dem Wo Stuhl. Wo bist du? Bist du ein Kind? Speak to me. Was? Alter, ich bin ein, keine Ahnung, Animal Within oder so, hat er gesagt. Ja, nee, irgendwie gesagt, Animal Würger, hab ich verstanden. Animal Würgen, ey. Annabelle Würgen? Annabelle? Hey, wir haben eine Geisterboombox. Könnte es noch ein Mimik sein? Das könnte auch ein Mimik sein. Beweise Geisterbox. Ja. Und eine Bubbel haben wir, ne? Obwohl. Die haben eine Bubbel, aber es könnte halt auch eine Mimik-Bub sein. Oh, weiß es nicht. Ich habe jetzt keinen Frost gesehen bisher. Keine Fingerprints. Also, wenn die Bubbel echt ist, könnte es auch noch Dots sein. Nehmen wir das andere mit. Saugt der denn stark an das Handy? Die geht eigentlich. Naja, ist nicht so. Haben wir da unten Ultravioletten? Ich hab noch keinen gesehen. Und nochmal Salz. Nur so ein bisschen hier Schneckschleim habe ich gesehen, ne? Schleckschneck. 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 Das Getränk. Oh, hallo. Das ist nur drei oder so, ne? Oder? Vier. Oder drei, ja. Hier musst du gleich gucken. Ja, jetzt mit der Lampe schnell. Nee. Durchgelaufen. Ich sehe no steps. Schreibt doch einer, oder? Hier. Ja, er schreibt. Das ist doch das Geheimrezept für Schleckschneck. Kann zwar mal, wenn ich jetzt den Orb rausnehme, kannst du immer noch. Nee, es ist eine Mare. Eine Milchmare. Ein alter Milchmare. Ja, deswegen überall die Flecken, war gar kein Schleckschleim. Nee, es war Milchmarenschleim. Hat sich unten abgesetzt auf dem Glasboden. Für den Geiselpeter gegeiselt. Eine alte Mare. Hallo Mare. Hallo Mare. Machen wir mal noch Foto von der Knoche. Auch schon noch auf Foto? Von der Purpur, von der Knoche, weil ich hab kein Geld daheim. Ringe, nee, reinige den Bereich. Aber wir können noch räuchern, ne? Dann reinige mal ihren alten Schmierlappen da unten. Oh, wir haben nur das billige Räucherzeug mitgenommen. Wir haben gar nicht das Gute von Kreis Industries. Hast du das noch gar nicht? Ich hab's noch nicht freigeschalten, weil ich kein Geld habe. Das Freischalten kostet auch Geld. Ach so. Ich bin ja hoch verschuldet, weil ich hier nur Kreis Industries Leihgeräte verwenden darf. Hörst du das, so ein Fäppern? Ich hab eben davon gefäppelt. Das war aber das Räucherbrennen, oder? Ah, aber ich habe auch gehört, wie sie gegangen ist. Gesagt, es stinkt richtig nach alten... Das riecht wie so alte Friseurhaare. So alte Friseurhaare. Ich muss zugeben, dieses Marihuana riecht wirklich verführerisch. Macht noch die Friseurhaare rein, Jungs, bei den Simpsons. Wir könnten noch einen Bewegungssensor reinmachen. Mach einen rein. Hier ist Geld immer noch kostbar. Ach ja, die schöne Fensterbank. Großmutter hat wieder einen Apfelkuchen auf die Fensterbank gestellt. Ihr wisst, was das heißt. Deine Großmutter wieder einen Apfelkuchen auf die Fensterbank gestellt hat, treiben sich überall Matrosen vor dem Haus auf. Die alten Matrosen laufen wieder durch die Hütte. Aber wo hänge ich denn den Bewegungssensor am besten einfach hin? Einfach irgendwo rein. Kann ich den an den Kühlschrank haften? Ja. Ja, da war auch schon fertig. Ja. Matrosen treiben sich wieder in unseren Vorgärten rum. Oma hat wieder einen Apfelkuchen aufs Fenster gestellt. Das ist das internationale Signal für mein Frühling ist da. Meine Knospen sind reif. Meine Knospe blüht wieder auf. War ein ziemlich feuchter, trockener Sommer und jetzt kommt der feuchte Frühling. Über einen trockenen Winter hinweg. Was Knospen sind wieder geschwollen.
Als ich gestern Vater gefragt habe, was mit Oma nicht stimmt, hat er gesagt, ihre Knospen sind wieder geschwollen. Boah, es gibt aber richtig Marrakesch. Es hat Marrakesch gegeben. Marrakesch. Das Halle Marrakeschner Fest. Das Halle Marrakeschner Fest. Oh Gott. Alter, das kann sich doch keiner mehr angucken. Der alte Krishna kommt aus der Hölle hervor, ey. Ich will den Apfelkuchen. Oh Gott. Das ist alles zu viel für meine alte Geisterseele. Ja. Oh Mann. Krishna ist wieder an unserem Fenster Sims. Und sucht. Er sucht nach dem Apfelkuchen. Ich krieg seit Monaten überall nur diesen trendigen Fanta-Kuchen zu fressen, das ist eklig. Aber ich hätte auch mal Bock auf so einen Fanta-Kuchen, ey. Aber ich krieg immer nur Fanta-Kuchen, danach bin ich immer so müde, ey. Kannst ganz nichts mehr machen. Erst bin ich gut drauf, dann bin ich richtig weggeäumelt. Fanta-Pie kenne ich. Anleitung ungenau, hab aus Versehen Fanta-Kuchen gemacht, aber wir haben Ruhe, die Kids sind alle im Bett. 16 Uhr, wir konnten es endlich. Geburtstagsparty war ein voller Erfolg. Ja, Geburtstagsparty war ein voller Erfolg. War doch auch bei Dings hier, bei, wie heißt das, The Bear oder so, wo er da die Xanax oder so in den Punsch reintut. Also die naja, ja. Und er denkt erst, er kriegt voll Ärger und der Typ dann so, wow, ist der beste Geburtstag aller Zeiten gewesen. Dankeschön, so ungefähr. Jetzt keinem verraten. Oh Mann, wie da alle auf dem Boden lagen. Ja. War aber auch ganz cool, die Serie. Ja. Und der ist irgendwie sexy, ne? Der ja, Kerl, aber irgendwie ist er so ein hässlicher Vogel, ne? Er hat eine schiefe Nase, ein fliehendes Kinn, aber irgendwie ist er hot. Ja. Keine Ahnung, wie das geht. Ich sag dir, wie es geht. Man muss schweigsam sein und irgendwie so... Rauchen. Weiß nicht so. Ja, rauchen. Rauchen macht einfach attraktiv. Rauchen, schweigsam. Und gebeutelt. Aber auch, gebeutelt. Ja, deine Lebensgeschichte gebeutelt. Muss halt, ne, dieses... irgendwie sein. Kryptisch schmerzhaft sein. Ja, so. Ja. Was ist ihm nur passiert, diesem armen Mann? Ja, eigentlich ist ihm selbst nichts passiert, aber weil andere Leute ihm das Leben so gemacht haben, ne, so der hat, der, ne... Ja, ist der Schwamm für das Leid seiner kaputten Mutter und so. Ja. Eines Bruders, der aus dem Leben sich gestohlen hat. Ja. Das ist so, gehört der alles so, auffangen muss. Das gehört alles so zusammen und dann wirst du irgendwie sexy. Mhm. Ja, Jesus war auch so einer. Ja. Er hatte ja eigentlich keine Probleme, bis er sich um die Probleme anderer gekümmert hat. Ich meine, Sohn Gottes... sexy Körper und dann hat er irgendwie so angefangen, sich um andere Probleme zu sorgen und zack. Ja, dann haben die anderen gesagt, der muss weg, ne, der nimmt uns die Frauen. Ja, klar. Und dann hat er gesagt, nee, man darf aber nur eine haben und vor Gott muss man schwören, nur die eine zu behalten und dann haben die gesagt, Alter, der spinnt doch. Weißt du, so das? Ja, klar, da war das Römerbad plötzlich geschlossen und das hat viele verärgert. Und auch keine Männer mehr unter Männern. Das war natürlich für die Römer, ey. Wenn ich Bock hab auf Maximus Erectus, seiner legendären Bareback-Nackenmassage. Bareback? Bareknuckle-Back-Massage. Der Barbecker ist wieder in der Stadt. Hä, Alter, hier ist nichts. Hast du irgendwas mal gesehen? Nö, der ist so verstört, der Geist. Der ist völlig kaputt. Er hat wahrscheinlich vom Fanta-Kuchen ein bisschen was genascht. Kann sein. Fanta-Pie unten am Fanta-Park. Ich mach mal einen kleinen Bubble-Search, aber... Hat nicht mal irgendwie einen Mund oder sowas gehabt? Nicht mal einen kleinen Mauli? Nee, kein Mauli, nichts. Dabei weiß der Geist doch, es ist Anwesenheitspflicht heute. Da ist eine Bubbel. Ja. Wo? Hier war hier im unten im Flur im Eingang direkt. Fliegt jetzt Richtung Wohnzimmer. Hm.
astrales Verbubbeln, also. Hat die Leitung gekillt. Ist schon mal kein Dungeon. Schon mal kein Dungeon. Also, wir haben einen Geisterorb. Oh, wir sind auch auf die Hälfte runtergesackeplowt, ne? Ich hatte so reingeblowt. Na, Sackachawia ist ganz schön aggressiv. Sackachuschniedel. War das nicht die, die damals die Pioniere durch Amerika geführt hat, im Auftrag von George Washington oder sowas? War doch diese Sackachawia. Sackachupa. Sackachupa weird. Das war irgendwie merkwürdig weird. Irgendwie verrückt, hat sich aber gut angefühlt, also. Ich habe ja, jetzt aber keine alten, Bubble mehr gesehen. Aber an der alten Axt war sie Bubble irgendwo da an der Wand. Ah, hier, ja, ich hab sie. Oh, das Licht ist so schwach, ne, dieses... Hast du schon den Kuss des Knabens geholt? Den Boykiss, ne? Hier liegt aber schon eine Flasche rum. Hast du ja schon Gebäu spritzt. Hast du das mit dem Licht? Ja, ich hab die Sicherung wieder reingemacht. Man könnte auch sickern, ne? Hier vom... Wo bist du? Where are you? Geh mal raus. Are you a child? Can you speak? What's your name? Bist du ein Kind? Bist du Kind? Keine, sag mal. Keine Reaktion. Sag mal Mel. Sag mal mehr. Was war das? Ich hab gesalzen. So. Geh mal in den Van. Oh hier, ich sehe keine Footsteps, aber ist durchgelatscht. Dann ist er auf jeden Fall schon mal unten. Aber dann würde ich das Ding hier... Geh mal mit ihm alleine reden. Ja, du warst doch gerade alleine. Achso, du warst draußen? Ja, ja. Genau hier ist er durchgelatscht. Vielleicht da mal so ein paar Dots hinsetzen jetzt. Mit der Kamera sehe ich's gut. Parabol und eine Kerze. Eine Kerze könnte ich ja kurz anmachen. Ich habe keine Footsteps gesehen. Parabil. Ich nehme mein Buch mit rein. Ja, der sagt, mach mal Mil. Ja, nach unserem letzten Lizenzdebakel müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir wieder klarkommen. Ja, klar. Das Leben ist hart und grausam. Er hat die Kerze ausgepustet, glaube ich. Ja. War da eben gerade auch noch ein Dots? Nee, das war hier dieses, der Qualm von der Kerze, glaube ich. Der so nach oben wecke. Müssen wir beobachten. Naja, kann sein. Ich werde jetzt meinen letzten Drink trinken. Nehme ich mal das hier mit. Temperatur müssten wir mal messen. Ja, ja. Das war jetzt mein nächster Plan. Und? 6,1 jetzt hier, wo Footsteps und Dings sind, 6,3. Hm. Hier wird's wieder wärmer, 7,7. Ist der schwieriger Geist, er macht es nicht so einfach wie kleine Milchmarder.
Hier noch ein Buch hingelegt. Was war das? Wir haben gar keine EMFs. Wo sind unsere EMFs? Drin irgendwo im Van. Ne, hier liegt einer. Gib mal her, wo ist der? Ich nehme ihn. Geräusche gemacht. Weiß nicht wo. Wo bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Wie alt bist du? Geh mal raus. Erkläre mir Quantenphysik. Wo bist du? Oh, ich hab einen Mund gekriegt. Wie? Er hat ja einen Bussi gegeben. 3,5. 5,0er. Es wird ein bisschen kühler hier in die Richtung. 13. Es ist wieder warm. 14. Aber so EMF-mäßig macht er gar nichts. 3,7. Er fasst auch nichts an und so, ne? Bist du hier? Er ist schei. Bist du bei uns? Wo bist du? Bewege einen Gegenstand. Bewege dich. Die Bubble ist jetzt auch mehr so Richtung Treppe. Dein Gesicht ist Doom. Er ist jetzt so mehr Richtung Treppus. Nice, immer noch very cold. Ha. Warte, ich nehme mal den anderen EMF und leg den Dotter und leg den mal hier so hin noch. Mach mal, hier ist er, hier ist die Bubble. Hier. EMF macht aber auch gar nichts. Na, 2,6. 0,9 hier. Ist eine Spieluhr. Also 0,6 ist das Kälteste, was ich... Hast du die jetzt angemacht? Nein. Da ist irgendwie ein Radio angegangen oder so. Die Spieluhr macht Melodei von The Kind. Ja, ne, da war irgendwie so eine Fußballübertragung von so einem brasilianischen... Ja, klar, ja. Spargelfest. Das brasilianische Spargelbrassenfest. Wir haben kein EMF. Gar nichts. Keine Geräusche. Soll ja mit dem Parabol noch was aufnehmen. Alter, meine Sanity ist quasi weg. Trinken? Auch weg. Auch weg. Nichts mehr da. Okay, der lutscht hart. Der lutscht. Der lalaleckt. Aber greift nicht so schnell an irgendwie. Was könnte das sein? Ist er durch einen Bewegungsmelder zum ersten Mal. Bei 2, 2, 1. Ich messe keinen Frost, Alter. Licht ist noch an? Weil du weißt, wenn kein Licht an ist, kannst du eh nichts messen. Also Strom. Hinter dir ist ein Lichtschalter. Einfach mal anklickern. Strom aus? Strom aus, ja. Dann gehe ich jetzt rein und versuche Strom anzumachen. Okay, ich kann hier nochmal ein Thermometer. Ich leg dir das hier in den Eingangsbereich. Wo war der Strom? Unten, oben? Hinten in dem Kämmerlein. Okay. Ne, hinter der Küche. Oh, Strom ist wieder an. Der
Der Thermometer liegt auch angemacht. Drin. Nicht angemacht. Wow! Oh, er war direkt am Lichtschalter. Ich bin schon tot. Wow. What? Okay. Alter, der mich weggesnackt. Irgendeine Geigenspielerin, eine Alte. Aber bei 70, du bist bei 70%. Ja, aber unsere Sanity hat, also deine hat auch einen Einfluss, so ein bisschen. Aber ich bin im Bus. Ja, aber, oh, Alter, der hat noch Licht angemacht, also ultraviolett ist es schon mal nicht. Und EMF macht sie irgendwie auch nix. Ich meine immer noch vielleicht Dots. Na, aber dann hätte man doch schon längst was gesehen bei den Dots. Ich sag, es ist ein Jodai. Warte mal, EMF mach ich mal weg. Oh. Ah, jetzt bin ich ja schon wieder pleite. Wieso hast du dein Geld ausgegeben? Klar, nee, ich hatte ja schon die ganze Zeit gar kann nichts. Kann ja auch mal einen Bus füllen, also das ist ja jetzt nicht das Problem. Boah, da sind nur noch 12, du kannst eh nicht mehr rein. Nee, ich kann nicht mehr rein. Ich sag einfach, es ist ein Jodai. Aber auf jeden Fall super schnell. Ist ein Jura schnell? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Sanity. Jura mit starkem Einfluss auf die Sanity von Menschen. Obake, Raichu. Ich weiß es nicht, ey. Jura hat ja stark einen Einfluss. Ja, aber guck mal, wie deine Sanity auch runtergebuttert war. Du hast zweimal geschlabbert und warst schon wieder irgendwie auf 30. Na, ich kann es nicht sagen, aber ich tippe einfach jetzt Jura. Man, Shade wird es auch nicht sein. Nee, dazu ist Shades sind shy. Außerdem kann es gar nicht sein, weil wir Geisterorb haben. Das kann ja eh nur Benji, Revenant, Yurei, Hantu, Onryo, Obake, Taye, Raichu, Yokai, Mare sein. Nur. Naja, ist schon mal die Hälfte der Geister ist weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir Ultraviolett halt nicht haben. Da wird's nochmal minimiert auf Mare, Revenant, Yokai, Yurei, Onryo, Raichu, Taye. Weil eben hat er nochmal Licht angeknipst und dann hat er in Hand gestartet und ich hatte das ultraviolette in der Hand und hab direkt drauf geguckt und da war nichts. Durch die Fußspuren ist er auch gegangen, war nichts. Also wette ich, dass er ultraviolett nicht hat. Also es könnte es noch ein Jurei sein? Ja, wenn dort so eine Gefriertemperatur rein. Also wir haben Geisterbox, glaube ich, ja, auch. Ja, ich nehme auch Jurei. Ich nehme Jurei. Es könnte auch noch ein Revenant oder eine Taye sein. Raichu würde ich nicht sagen, wegen dem Strom. Ich nehme Jurei. Ich fahr daheim, ich mach gar nichts. Ich fahr daheim mit meinem Jurei. Hat halt sehr hart genuckelt und hat so Jurei-Verhalten an den Tag gelegt. Es war ein Revenant. Der alte Priester wieder. Ah, es war ein alter Kuttenwürger. Boah, 27 Priester Dulalas und dann noch leergefegt. Boah, ich hab kein Geld mehr. Alter, ich hab das Ultrasalz frei. Das hier Himalaya-Bergsalz. Damit kann man Rehe anlocken, ne? Für die Geisterjagd. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn du noch Bambi auf deiner Seite hast. Ja, voll krass. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Tschüss. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries. Neuester Firma Organ Sharing, der Teilzeitorganspendefirma. Jetzt neu von Kreis Industries. Teilzeitorganspenden. Mhm. Ich teile mir meinen Anus mit Juan, dem Spargelstecher auf der Spargelfarm von Pater Johnson. Während der Erntezeit im April hat er den... Was hat das es ist zu schwer, ich muss die ganze Zeit dran denken. Okay. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries, neuester Firma Organ Sharing, der Teilzeitorganspendefirma. Oh, da gibt's was Neues von Kreis Industries. Ich teile jetzt meinen Anus mit Juan, dem Wettkampfspargelstecher auf dem Spargelfeld von Pater Johnson. Ja, ich krieg das nicht hin. Oh, das war schon fast richtig.
Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries, neuester Firma Organ Sharing, die Teilzeitorgan-Gesellschaft. Das kriege ich nicht hin, ich muss die ganze Zeit an den spanischen Stavagel Juan denken. Juan, Alter, der Wettkampfstecher auf dem Spargelfeld von Großpater Johnson. Noch ein letztes Mal, drei. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries, neuester Firma Organ Sharing, die Teilzeitorgan-Sharing-Anstalt. Nochmal drei. Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries, neuester Firma Organ Sharing, die Teilzeit-Sharing-Organ-Firma. Wie krass ist das denn? Ich teile meinen Anus im April während der Erntezeit mit einem spanischen Leiharbeiter. Hm, der Mann war Wettkampfstecher auf dem Spargelfeld. Oh mein Gott, also. Wettkampf.